Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen, zu einer neuen Folge Flive und zu einem neuen Box-Opening mit den Halloween-Boxen. Und ich muss aber jetzt schon sagen, es ist das erbärmlichste Event, was ich jemals gefahren habe. Beziehungsweise das erbärmlichste Box-Opening, zumindest vom Halloween-Event auf jeden Fall. Aber so auch, also ja, das war ziemlich enttäuschend, muss man sagen. Vor allem natürlich die Drop-Rate, vor allem die letzten zwei Wochen, die erste Woche ging ja eigentlich noch. Und dann natürlich die Tatsache, dass das Event auch eine Woche kürzer ging, als es normalerweise üblich war. Waren alles so Faktoren, also es sind jetzt natürlich alles Ausreden, ist klar. Aber ja, trotzdem sind das alles Faktoren dafür gewesen, dass es auf jeden Fall nicht so gut lief. Nicht mal Zombieboxen konnte man sich in Massen holen, weil die auch irgendwann einfach alle weg waren. Größtenteils zumindest und ja, genau. Ich habe jetzt hier 41 Halloween-Boxen, meine ich, schon von Food Farmer bekommen. Danke dafür und die restlichen tausche ich noch selber um. Das sind 775, habe ich selbst gefarmt. Und diese 41 haben wir jetzt eben noch extra. Ich bin jetzt auch eigentlich viel zu spät dran, weil morgen werden die NPCs entfernt oder heute, wenn ihr das Video seht. Das heißt, ja, hier geht jetzt einiges in Waste. Und jetzt sieht man auch, was ich für einen Überschuss hatte. 46 Candles, beziehungsweise 41. Aber halt 0 Pumpkins und 46 Candles habe ich jetzt. Genau, also ziemlich ärgerlich, aber ich muss auch sagen, die Quests sind jetzt mittlerweile so wenig wert, dass man sagen muss, okay, das ist jetzt eigentlich auch schon egal. Kann man theoretisch einfach aufheben fürs nächste Jahr, dass es bestimmt geben wird. Genau, wir sind komplett leer. Ich hoffe, dass der Platz reicht, weil wir haben jetzt halt echt nicht viele, 816. Und gut, okay, bei den Zombieboxen, mit den ganzen Zombie-Teilen, den Feeder-Cookies und den Transis und so, könnte es etwas knapp werden. Aber eigentlich sollte es sich ausgehen, also ganze Bank ist auch frei und zur Not habe ich noch einen kompletten Char mit komplett leerem Inventar. Zwar nicht leerer Bank, aber komplett leeres Inventar da. Wie gesagt, das ist das wackste Halloween Box Opening ever, zumindest von mir ist. Aber wahrscheinlich auch das wackste ever von jedem. Denke ich mal nicht, dass wir jetzt so ultra viel Platz brauchen. Ja. Wird entsprechend auch ein eher kurzes Video heute. Genau. Gucken wir mal. Also ich weiß jetzt nicht, die Belohnungsliste muss ich glaube ich nicht durchgehen. Also das, die Haupt-Items, die haben wir eh schon beide bekommen, sind die beiden hier. Die Baruna-Upgrade-Gegenstände und der Rest sind ja eh nur noch, ja, sag ich mal, eigentlich alles Trash-Items. Also sonst ist da eigentlich wirklich nichts Gutes drin, leider muss man sagen. Aber wir werden sehen, wie viel Glück wir haben. Und haben jetzt, was, 8 Enables? Okay. Okay, der Platz reicht auf jeden Fall nicht. RIP. Ja, das sind ja auch, naja, die Baby-Ibert-Box 7 Tage, die habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen, dass die da auch drin ist. Ja, wie viel waren das jetzt? 300? Mehr als 300? Puh. Okay, wird doch knapper als erwartet, muss ich sagen. Okay, ich hätte es nicht erwartet, dass man so viele Alberts bekommt. Beziehungsweise, wie gesagt, ich habe es eigentlich, glaube ich, komplett vergessen, dass der überhaupt drin ist. 10 Enables und 6 Blessings. Ich weiß nicht, kann man da schon groß was zu sagen? Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht. Aber ich habe jetzt auch noch nicht von so vielen Leuten gehört, die Openings gemacht haben. Beziehungsweise habe ich es ehrlich gesagt auch schon wieder vergessen wahrscheinlich. So, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wahrscheinlich genauso. Oder habe ich mehrere Enemies gesehen? Ah, genau, Broken Dolls. Und Ghosts sind natürlich auch noch drin, aber die sind natürlich auch eher uninteressant. Natürlich die Baby Albert hier 7 Tage, die könnte man natürlich auch verkaufen, aber jeder Char, der erstellt wird, kriegt eine gratis 7 Tage Kitty. Und ne, wow. Wir haben eine Nebel noch bekommen, Jesus. Von dem her würde ich jetzt einfach mal behaupten, sollte das eigentlich gar nichts wert sein. Also ich glaube nicht, dass das irgendjemand kauft. Jeder freie Platz, den wir geschaffen haben, wurde einfach mit noch einem Baby Albert belegt. Nice. Theoretisch könnte man die auch alle aufmachen und sozusagen den Müll nur in ein anderes Inventar transferieren. Allerdings wäre das ziemlich retarded, weil ich müsste es ja trotzdem wegschmeißen, also würde ich mir nur die doppelte Arbeit machen. Da war direkt ein Enable. Es gibt's ja nicht. Ich sehe immer Enable, dann denke ich, ich krieg mehrere. Muss immer nur eins. Ja gut, okay, jetzt müssen wir tatsächlich rübertauschen. Das gibt's ja nicht, ey. Das ist crazy. So. Also ja, ich könnte es. Oder wisst ihr was, ich lagere es auf meine Bank, dann habe ich alle Items auf einem Char, das gefällt mir, glaube ich, besser. Sonst vergesse ich das wieder, wo das ganze Zeug liegt. Kennt man bestimmt. Ich hätte es gleich hier aufmachen sollen. Aber ich hätte tatsächlich gehofft, dass ein Char mal reicht. Ein Inventar. Sonst war Halloween. Sonst war das Halloween Box Opening ja übelst. Ah, Mist, der hat ja noch. Ups, liegt. Upsi, vergessen. Naja, stimmt.
Müsste aber theoretisch trotzdem reichen, wenn wir jetzt nochmal ein paar Baby-Alberts kriegen. Ja. Doch. Sollte eigentlich. Sind wir wieder ein bisschen mit Wegschmeißen beschäftigt. Aber das sollte sich eigentlich ausgehen. So, da waren jetzt ein paar Blessings, noch ein Blessing. Ja. Oh, und noch zwei Nemes zum Schluss. Nice. Okay. Ich glaube, wenn wir noch jeweils fünf oder so bekommen, ist es schon relativ gut. Ich glaube, aus 1000 von beiden knapp 20 oder sogar über 20 von einem wären ziemlich gut, ja. Also eigentlich ist das übelst Trash, wenn man bedenkt, wie schlecht die Droprate war und wie selten entsprechend 1000 Boxen sind. Aber ja. You know the deal from Websend.com. So, gleich nochmal. Ja, 15 und 18. Ja. Kommt 25 von beiden. Jetzt habe ich es wahrscheinlich gejinxt. 25 von beiden, das wäre heftig. Okay, keins von beiden bekommen. Ach komm, ey. Die wollen einfach, dass ich rübertausche. Das ist unglaublich. Die wollen, dass ich rübertausche, jetzt geben sie mir tatsächlich kein einziges mehr. Crazy. Das Problem ist, wir haben eh noch die anderen Boxen, also wir wären jetzt ums Rübertauschen so oder so nicht rumgekommen. Also habe ich tatsächlich vergessen, dass der Char. Ich dachte, der Char ist komplett leer. Das war mein Fehler, da habe ich den falschen eingeloggt. Weil ich mit dem die letzten Openings gemacht habe, aber das Problem bei den letzten Openings war. Oder was heißt das Problem? Aber da war es ja so. Also Dumbbull-Boxen waren, glaube ich, jedes letzte größere, was ich gefarmt habe, oder? Ja. Stimmt, genau, bei Oktoberfest habe ich ja nicht aufgemacht, die Boxen. Die Oktoberfest-Boxen. Da war es ja so, da war ja fast ein CS-Zeug drin. Also da hat man eigentlich kaum normale Items bekommen. Und naja, gut, es sind 22 und 18 geworden. Also 40 insgesamt, 40 gute Items von 840 Boxen. Ich glaube, es ist nicht schlecht, ja. Also ich glaube, das kann man akzeptieren, aber heftig ist es natürlich auch nicht. Also ich denke mal, es ist der ganz normale Durchschnitt. Genau, die Halloween-Tickets müssen wir gleich noch in Boxen umtauschen, sonst ist nämlich die Drachenkönigin weg. Ich weiß nicht, ob wir die auch noch aufmachen wollen. Das können wir vielleicht zum Schluss machen. Ich dachte schon, die sind weg. Nice. Ja, und bei den Boxen ist jetzt natürlich das gleiche Problem. Hier sind jetzt da die ganzen Zombie-Parts drin, die allein nehmen schon mal sechs Inventarplätze weg. Genau, und das ganze andere Zeug. Ja, wenn man dann aber mal alles hat, dann geht's eigentlich. Aber wenn man es noch nicht hat, dann natürlich nicht. Genau. Der Vorteil hier ist jetzt dadurch, dass wir nur 4000 Boxen hatten, beziehungsweise ein bisschen weniger sogar, oder 3500 oder was auch immer, ist, dass wir nicht überstacken werden. Sonst, wenn wir das Ding mal irgendwann die Blinkwings über, nicht die Blinkwings, oder doch auch die Blinkwings, aber die Transis überstackt, die No Disguise und so, dann hat man das überstackt, dann wusste man nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Das würde uns jetzt heute glücklicherweise nicht passieren. Das heißt, eigentlich sollten wir jetzt in einem Rush aufmachen können, weil bei 3500 Boxen, roundabout, was soll der überstacken? Weil es übersteckt er erst bei 1000. Und dass wir jetzt von so vielen verschiedenen Items eins über 1000 Mal bekommen, ist dann doch eher unwahrscheinlich. Beziehungsweise eigentlich absolut unmöglich. Statistisch gesehen. Ja, die No Disguise macht uns dann Strich durch die Rechnung, ja? Schon fast 200. Nevermind. Okay. Grüne Schrift auf blauem Hintergrund. Jetzt sind es fast 200. Und jetzt sind es 200. Wow. Die will unbedingt meine Aussage, wie sagt man, diskreditieren. Was? Ah, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, es sind 46. Okay, aber es ist trotzdem ein ziemlich krasser Unterschied. Den Torso haben wir nur 9 Mal. Und die beiden Beine haben wir 18 und 19 Mal. Okay. Ist auf jeden Fall wieder ein nice Unterschied. 965 Star Candies. Sowas werde ich halt niemals verstehen. Warum tun die sowas wie Star Candies in Eventboxen? Also ich meine, ich verstehe den Sinn von Trostpreisen, weil wenn in jeder Box was Gutes drin ist, ich meine, das wäre viel zu heftig, das ist schon klar. Aber warum Star Candies? Dann gebt uns halt wenigstens nochmal Pure Salt oder nochmal Feeder Cookies oder Super Star Candies, wobei die zum Beispiel wieder relativ krass wären, also verhältnismäßig erst Power-Up. Ja, aber gebt uns halt irgendwas. Ja, warum Star Candies? Ich meine, ein Stack kostet nicht mal 200k. Was soll das? Also, ich meine, sicherlich ein totaler Super-Anfänger, der gar kein Geld hat, der freut sich vielleicht über 100 gratis Star Candies, aber, also jetzt mal ehrlich, das ist doch ein Witz. Also, das ist ja wirklich einfach nur Müll. Das ist ja einfach wirklich Müll. Ist ja noch schlimmer als sehengebundene Sachen von irgendwas. So, jetzt sind wir fertig.
Die Notice Guys sind 570, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Verarschen. Alles klar. Oh, cringe, jetzt schreibt er mich an. I'm sorry, man. Muss jetzt leider den Dickhead-Move machen. Ist komisch, er hat mit Ed Fleck und Dan geschrieben. Warum Ed? Ja, strange. Also ja, damit ich weiß, dass ich gemeint bin, aber ja, komisch, trotzdem irgendwie komisch. Habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Also zumindest nicht, wenn zwei Leute hier rumstehen. Genau, aber ja, dann war's das schon wieder mit dem Opening. Ja. Ja, kann man mit der Ausbeute zufrieden sein? Ich schätze mal schon, wir haben jetzt trotzdem 280 hier, 200, 230, also ja, Feeder-Cookies haben wir trotzdem einige bekommen. Zombies haben wir wie viele? 33 haben wir hier? 29, ja, ne, 23 ist das niedrigste. Ja, 23 ist das niedrigste, also 23 Zombies, aber jetzt sind es ja keine Zombies mehr, sondern Baby Ripper hat er den Platz von Zombie übernommen. Genau, genau. Die könnte ich mir dann jetzt noch eintauschen. Will ich auch eigentlich, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt heute noch mache. Und ab morgen sind, wie gesagt, die NPCs weg. Dann machen wir noch die Mastboxen auf. Dürfte aber relativ uninteressant sein. Ne. Die Kaigas Mask wurde ja angeblich... Oh, Leute sind schon fertig. Kaigas Mask wurde ja angeblich nicht in die Box getan. Wow, okay. Also die sieht richtig kacke aus. Olozip kennt, denke ich, jeder. Das ist der Queen's Helm. Den finde ich persönlich auch nicht geil. Den Krakenhelm mag ich auch nicht. AD versus F. Haben wir eine M? Ja. Ja. Gefällt mir auch ehrlich gesagt nicht so. Hat ein gewisser Moderator lange Zeit immer mal getragen. Lykan-Helm hingegen finde ich halbwegs nice. Da finde ich nur zum Beispiel dieses untere. Dieses, das ist wie so eine, wie von einem Piloten, diese Schnalle unten. Oder von einem Motorradhelm auch oder so. Finde ich, sieht ziemlich kacke aus. Wenn die nicht wäre, sähe es sogar relativ gut aus. Was gibt's noch? Olozip Mask, wie gesagt, ich glaube, die kennt jeder. Ah, Basilisk ist die M. Ah, schade. Immer noch eine Olozip M. Ja. It's a Meme. Was haben wir noch? Basilisk M. Nice. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal gesehen habe. Wow. True, ich glaube, die habe ich noch gar nicht gesehen. Nice. Die sieht relativ cool aus. Allerdings... Also vor allem, weil sie relativ hochauflösend auch ist, wenn man es mal mit der Harpy-Maske vergleicht, die war ja dagegen. Schau ich mal das an. Was zum Teufel? Ist das das gleiche Spiel? Also da haben zwei unterschiedliche Designer dran gesessen, offensichtlich. Oder zwei unterschiedliche Programme drüber gerendert, was weiß ich. Ja, die sieht nicht schlecht aus, aber das Problem bei diesen Masken finde ich persönlich einfach, ich meine, zum Trollen sind sie vielleicht nicht schlecht oder so, aber ich weiß nicht. Ich bin einfach kein Fan davon. Ja. Aber an sich sieht sie ganz cool aus. Also für einen Shop-Char passt schon. Genau. Und ich glaube, wir haben eh jede Maske bekommen. Vampin-Herr, genau. Das kennt, denke ich mal, auch jeder. Das haben viele Leute. Viele Shop-Chars haben das. Genau. Weiß gar nicht, gibt es noch einen Boss, der hier nicht dabei ist und eine Maske besitzt? Gute Frage. Ich kenne nicht alle auswendig. Also Kaigas, wie gesagt, ist nicht dabei. Behemoth, weiß ich nicht, ob der eine Maske hat. Wahrscheinlich schon. Weiß jetzt auswendig nicht. Könnte sein. Genau. Dann, genau, unsere CS-Pit-Ausbeute. Fast eine komplette erste Seite voll. Kostüm gab's nichts und sonst gab's eigentlich auch nichts. Genau. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück. Beziehungsweise, was heißt mehr Glück? Also, ich meine, es war ein absolut durchschnittliches Opening, würde ich mal behaupten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, haut's rein. Danke fürs Einschalten und ciao, ciao.